Schatz. Nein. Doch. Nein. Ich glaube ja. Schatz, ich setze einfach Kopfgeld auf dich und jag dich über den Server so. Das macht er nicht. Schatz, komm mal hier rund. Runter. Ich sage jetzt nein. Ach so, du. Nee, ich komme nicht runter. Schatz, nerv mich nicht. Schatz, seit wann kommt der Knopf? Let me know who. Huh? Komm jetzt raus. And what are you gonna pay? I'll see what I can do. Kann ich ja in Passivmodus gehen. Geh halt in Passivmodus. Lass mich wenigstens meine Waffe holen. Ja, okay. Jawoll! Jawoll! Gleich mal Rangaufstieg gehabt. Shake it down! Moin Jungs, da bin ich wieder, euer Zeddy, und in diesem Video möchte ich euch zeigen, wie ihr 1,4 Millionen GTA-Dollar und 167.000 RP bekommt. Und das alles völlig legal und eigentlich inzwischen super einfach. Früher war das ein bisschen schwieriger, da waren komische Sachen mit dabei, wo manchmal ein bisschen verbuggt waren, wo es dann auch nicht geklappt hat. Aber inzwischen ist es wirklich super einfach. Wie es auch im Titel schon steht, handelt es sich hierbei um die Tagesziele. Ich denke mal, die meisten von euch, oder fast alle von euch, haben davon schon gehört. Und irgendwie habe ich so ein Bauchgefühl, dass die meisten eigentlich gar nicht wissen, wie das funktioniert oder was man da machen muss. Und sich eigentlich mit dem Thema noch nie beschäftigt haben. Und deswegen bin ich ja da, und um euch das zu erzählen. Also ich glaube, letztes Jahr im Sommer sind die zum ersten Mal ins Spiel gekommen durch das Free-Mode-Event. Aber ich bin mir nicht sicher. Aber ich glaube, durch das Free-Mode-Event kam das dann mit ins Spiel. Glaube ich, ja. Ist ja auch egal, wann es ins Spiel kommt, auf jeden Fall, es ist im Spiel und es ist eine super leichte, geile Methode, um wirklich an viel Geld hinzukommen. Ich erkläre euch jetzt in diesem Video ganz genau Schritt für Schritt, was ihr dazu machen müsst, worauf ihr unbedingt zu achten habt und was ihr auf gar keinen Fall machen dürft. So, als allererstes öffnet ihr im Interaktionsmenü den Punkt Tagesziele. Und dort sind jetzt drei Sachen, die ihr jeden Tag machen müsst. Also wirklich auch jeden Tag. Ihr müsst euch jeden Tag einloggen und müsst auch jeden Tag alle drei Ziele abschließen. Und dann bekommt ihr halt am nächsten Tag wieder neue drei Tagesziele und das müsst ihr halt 28 Tage durchziehen, um wirklich die volle Summe zu erhalten. Wenn ihr einen Tag nicht eingeloggt seid oder einen Tag die Ziele nicht gemacht habt, fängt das Ganze wieder von vorne an. Ist soweit jetzt nicht ganz so schlimm, weil ihr bekommt ja trotzdem jeden Tag einen kleinen Bonus. Und wenn ihr das halt 28 Tage am Stück durchgezogen habt, dann bekommt ihr halt zusätzlich nochmal einen richtig fetten Bonus. Zum Ablauf und zur Auszahlung selber schaut es wie folgt aus. Also die 28 Tage sind ja exakt 4 Wochen. Und wenn wir jetzt nur eine Woche betrachten, dann bekommt ihr in den ersten 6 Tagen von der Woche jeden Tag, wenn ihr das abschließt, 25.000 Dollar und 3.000 RP und am siebten Tag 100.000 Dollar und 15.000 RP. Und wenn ihr das halt 3 Wochen dann so macht, dann kommt die letzte Woche dran und die wird dann interessant. Da bekommt ihr auch wieder in den ersten 6 Tagen 25.000 Dollar und 3.000 RP und dann am 28. Tag die halbe Million GTA-Dollar und 50.000 RP. Und alles zusammengerechnet in den 28 Tagen ergibt halt die 1,4 Millionen Dollar und die 167.000 RP. Ihr sagt euch, ja, mein Gott, ich habe vielleicht jetzt nicht 28 Tage Zeit, mich da jeden Tag einzuloggen und die Tagesziele zu spielen. Dann ist es auch gar nicht so schlimm, wenn ihr sagt, du, ich habe einfach immer nur 7 Tage Zeit, dann macht halt immer die 7 Tage, weil ihr bekommt ja am 7. Tag ja auch schon viel Geld. Und wenn ihr dann halt eine Woche lang kein GTA spielt, dann könnt ihr wieder das machen. Weil manchmal sind die Tagesziele so einfach, ich habe es mal geschafft, in unter 4 Minuten die Tagesziele abzuschließen und habe 25.000 Dollar dafür bekommen. Und es gibt einfach keine Möglichkeit oder keine legale Möglichkeit in GTA 5 in so kurzer Zeit so viel Geld und dazu halt auch noch echt viel RP zu machen. Manche sagen sich, ja okay, die Tagesziele, da steht manchmal dran Capture und irgendein Scheißdreck, ein Rennen oder weiß was ich, das dauert mir alles viel zu lang, das zu machen. Und deswegen habe ich per Job-Editor die ganzen Jobs, gerade hauptsächlich die Captures, LTS, Rennen und Deathmatch, habe ich in einem Job kreiert, wo es wirklich am schnellsten ist, die abzuschließen. Ich habe auch alle Jobs unten in der Videobeschreibung markiert, die könnt ihr euch dann alle runterladen, ist leider nur PS4 und sogar noch ein paar PS3, aber hauptsächlich nur PS4. Ihr könnt euch die ja mal anschauen im Video, ihr werdet es ja nachher sehen, dann könnt ihr die auch selber kreieren. Einfach um die Tagesziele möglichst schnell abzuschließen, ohne großen Zeitaufwand. Um das geht es ja auch in dem Video. Ich will euch ja nicht zeigen, ja, ihr müsst jetzt ein Rennen fahren, das 10 Kilometer geht. Das wird ja keinen Sinn machen, sondern dann nehmt ihr einfach ein Rennen, wo wirklich schnell geht und habt ihr schon einen Punkt von dem Tagesziel weg. Ich zeige euch auch in dem Video jedes Tagesziel, was ich in den letzten 28 Tagen hatte und dazu, wie ihr es wirklich am schnellsten schafft. Weil ich will ja auch nicht euch zeigen, hey, macht die Tagesziele und dann seid ihr eine Stunde dran für ein Tagesziel. Das macht keinen Sinn. Deswegen bin ich da, und um euch zu zeigen, wie ihr jedes Tagesziel innerhalb kürzester Zeit
abschließen könnt, um wirklich den vollen Bonus dann zu bekommen. Und jetzt möchte ich noch kurz einen Hinweis geben, was ganz wichtig ist, was mir halt aufgefallen ist, weil es mir auch einmal alles kaputt gemacht hat, weil die Statistik zurückgesetzt wurde. Und zwar, wenn ihr jetzt mit dem Erstcharakter von eurem GTA 5-Account die Tagesziele abgeschlossen habt, dann aus irgendeinem Grund zum Zweitcharakter wechselt und dann offline geht, dann wird die Statistik komplett auf Null gesetzt, weil Rockstar es irgendwie nicht kapiert, das mal richtig zu patchen, sondern ja, da ist einfach ein Spielfehler drin. Weil dann fängt theoretisch, wenn ihr mit dem Zweitcharakter offline geht und am nächsten Tag wieder online, dann fangen dort die 28 Tage wieder von neu an. Dann wechselt ihr zum Erstcharakter und dann fängt es auch da wieder von Null an. Deswegen ist es ganz wichtig, wenn ihr das mit dem Erstcharakter macht und aus irgendeinem Grund zum Zweitcharakter wechselt, dann kurz bevor ihr offline geht, wechselt zum Erstcharakter und geht dann erst wieder offline. Weil sonst war die ganze Arbeit davor umsonst. Das ist halt noch wichtig zu beachten, dass ihr das halt nicht vergesst. Und jetzt zeige ich einfach mal alle 28 Tage und wie es halt am schnellsten macht. Ich zeige euch hier gerade mal am ersten Tag, was für Tagesziele ich habe, und ist ein gutes Beispiel dafür, dass sich manche Tagesziele auch kombinieren lassen. Ich habe hier zum Beispiel Stil 20 Fahrzeuge und Stil ein Militärfahrzeug. Und dann kann ich ja theoretisch nur 19 Fahrzeuge stehlen und dann ein Militärfahrzeug. Dann habe ich ja die 20 und habe dann mit in kurzer Zeit beide Ziele abgeschlossen. Im Hintergrund zeige ich euch gerade mal, wie ihr das am besten macht mit den 20 Autos stehlen. Ich denke mal, das ist für jeden klar. Einfach an irgendeinen ruhigen Parkplatz gehen und dort die ganzen Autos klauen, wo da rumstehen oder rumfahren. Klar, ihr bekommt relativ schnell Cops. Theoretisch könnt ihr auch Cops wegschauen machen. Und dann habt ihr da in kürzester Zeit eure Fahrzeuge, die ihr für das Ziel braucht. Links unten werde ich auf jeden Fall einblenden, wie viel Geld und RP ich an welchem Tag schon gemacht habe. Damit ihr einfach seht, dass es auch, wenn man es nur ein paar Tage macht, dass es sich auf jeden Fall lohnt, die Tagesziele zu spielen oder zu machen. So, ich habe jetzt 19 Fahrzeuge geklaut und jetzt kommt noch das Militärstützpunktfahrzeug, das ich klauen muss. Da habe ich einfach auf Cops schauen weggemacht, einfach um den ganzen Stress mit der Polizei zu entgehen. Und wie ihr seht, zack, beide Ziele gleichzeitig. Jetzt kommt noch das Kein-Kontakt-Rennen-Teil und dazu habe ich einen Job kreiert, der wirklich am schnellsten geht. Ich habe den Link, wie bereits schon erwähnt, unten in der Videobeschreibung drin und da habt ihr wirklich in 20 Sekunden auch diesen Punkt abgehakt. Und mit diesem Rennen, wo ich erstellt habe, könnt ihr wirklich jedes Tageszielrennen abschließen, wo es gibt. Weil ihr könnt ihr unter Renntyp GTA einstellen, kein Kontakt, Rally, also wirklich alles und es ist wirklich am schnellsten, weil es einfach nur geradeaus geht, genau 1 Kilometer, so lang wie halt ein Rennen sein muss. Und somit kriegt ihr nicht wirklich am schnellsten quasi jedes Tageszielrennen hin. Und wie ihr jetzt seht, habe ich einfach schon mit ohne großem Aufwand schon das erste Tagesziel abgeschlossen, habe $25.000 bekommen und 3.000 RP. So, am zweiten Tag habe ich dann folgende Ziele. Also einmal Capture GTA, falle 100 Meter tief und überlebe es und modifiziere ein Fahrzeug. Auch das ist wieder super einfach und super schnell alles zu machen, um da die 25.000 zu bekommen. Das erste Ziel, das ich mache, ist falle 100 Meter tief und überlebe es. Da müsst ihr einfach nur einen Helikopter nehmen, aus dem rausspringen, 100 Meter fallen und den Fallschirm ziehen. Das könnt ihr auch theoretisch in einem Fallschirmsprung machen. Das zweite Ziel ist, modifiziere ein Fahrzeug. Da müsst ihr einfach nur mit einem Auto in Los Santos Customs reinfahren. Es spielt auch gar keine Rolle, was für ein Auto ist. NPC-Fahrzeug oder euer eigenes, fährt es da rein. Und es reicht schon, wenn man nur das Nummernschild ändert und dann hat sich das auch schon erledigt. Das letzte Tagesziel am heutigen Tag sozusagen ist ein bisschen Geficke, weil es ist ein Capture und das Capture wird eigentlich selten gespielt. Und da muss ich wirklich ein fettes Danke an meine Herzcrew sagen, weil die haben mir wirklich bei jedem Job geholfen, wo ich wirklich Hilfe von denen gebraucht habe. Fettes Dank an euch, Jungs. Und auch da habe ich einen Job kreiert, mit dem es wirklich am schnellsten geht. Theoretisch könnt ihr dann den Job euch anschauen und selber nachmachen, ist auch gar kein Problem. Da habe ich einfach noch ein paar Clowns hingestellt, die ihr dann abschießen könnt, um nochmal RP zu bekommen, so als kleiner Boost. Und dann ist es eigentlich relativ schnell abgeschlossen, auch das Thema. Am dritten Tag habe ich dann gehe ins Kino. Ich stehe auch schon vorm Kino, das wird ja auch auf der Karte angezeigt. Da müsst ihr einfach nur kurz reingehen und könnt es sofort wieder verlassen und das Ziel ist abgeschlossen. Zweite Ziel ist, spiele ein Deathmatch. Da ist es nur wichtig zu beachten, ob es ein Team-Deathmatch oder ein normales Deathmatch ist. Das müsst ihr halt dann bei der Einstellung beachten. Und auch hier habe ich einen Job erstellt, wo es wirklich am schnellsten geht. Also schneller geht es einfach nicht. Man spawnt nebeneinander. Ihr könnt den Job natürlich markieren, könnt auch noch ein bisschen RP machen. Und auch nebenher mit den Wetten noch ein bisschen Geld machen. Und dabei spielt es auch überhaupt gar keine Rolle, ob ihr gewinnt oder verliert. Und im letzten Teil des Tages, da müsst ihr ein Flugrennen fliegen und dort unter einer Brücke hindurchfliegen. Mit selbst erstellten Jobs habe ich die Erfahrung gemacht, dass es meistens nicht klappt. Deswegen nehmt einfach irgendeins von Rockstars, das wo eine Stadt in der Mitte ist.
und fliegt dort einfach unter einer Brücke durch und auch dann habt ihr das Ziel einfach abgeschlossen. Ihr müsst das Rennen auch nicht zu Ende fliegen, ihr könnt auch dann sofort wieder aus dem Job rausgehen. So, und auch am vierten Tag ist es super einfach, da müsst ihr einen Capture-Überfall spielen, Munitionslieferung einsammeln und eine Runde am Schießstand verbringen. Das mit der Munitionslieferung ist auch super einfach, da geht ihr einfach unter Kontakte. Hierzu ist es auch ganz einfach, da müsst ihr einfach nur die lieben Leute von Merryweather anrufen, euch eine Kiste Munition liefern lassen, drüber laufen, dann habt ihr das Ziel auch schon abgeschlossen. Jetzt müsst ihr noch eine Runde am Schießstand verbringen. Auf der Karte werden die Schießstände in ganz Los Santos mit diesem Zeichen angezeigt. Dort einfach reingehen und ja, eine Runde am Schießstand verbringen. Scheißegal welche Runde. Und schon habt ihr auch dieses Ziel abgeschlossen. Und dann müsst ihr eigentlich nur noch das Capture abschließen, was ich schon gemacht habe. Und da ist halt noch zu beachten, dass halt wenn Capture-Überfall dran steht, dass ihr kein Capture-GTA spielt. Und dort spielt es auch keine Rolle, ob ihr gewinnt oder verliert. Hauptsache ihr müsst halt an dem Spiel teilgenommen haben. So, bereits schon am fünften Tag angekommen, oh je, das wird ein langes Video, ich sehe schon, habe ich folgende Ziele: Fallschirmsprung, erledige 10 Spiele und schmiere die Cops und richtige Chaos an. Fallschirmsprung ist super einfach, dann müsst ihr einfach einen Fallschirmsprung starten. Ihr müsst ihn noch nicht mal beenden, ihr könnt einfach aus dem Hubschrauber rausfliegen und auf dem Boden aufklatschen. Das geht wirklich am schnellsten, einfach im freien Fall aufklatschen, ihr habt zwar verloren, aber das Ziel wurde abgeschlossen. Das mit den erledige 10 Spieler, das macht ihr am besten in der freien Lobby und einfach die anderen Spieler da abschießen oder um ja, ein bisschen Geld noch zu bekommen, spielt ihr einfach irgendein Deathmatch, versucht in einem Deathmatch in der Zeit 10 Spieler zu töten und dann habt ihr auch dieses Spiel abgeschlossen. Dieses Ziel, so. Und beim dritten Ziel müsst ihr die Cops schmieren und Chaos anrichten. Da ruft ihr Lester an und wählt den Punkt Cops schauen weg. Das müsst ihr bezahlen, ist zwar ein bisschen teuer, aber das müsst ihr halt für das Tagesziel machen. Und dann macht ihr einfach mit so viel Sprengmunition, haut ihr die ganze Stadt kaputt, die ganzen Autos, wo vorbeifahren, bis dann die Meldung kommt, dass das Ziel abgeschlossen ist. Und dann habt ihr auch diesen Tag hinter euch gebracht, ne? Und am sechsten Tag hatte ich bereits nur Ziele, die ich bereits schon vorgestellt habe in dem Video und deswegen muss ich mich ja nicht wiederholen. Deswegen gehen wir direkt zum siebten Tag. Und da fange ich jetzt am besten gleich mal mit dem Kopfgeld an. Da müsst ihr Lester anrufen und irgendeinen Spieler Kopfgeld setzen, den ihr danach umbringen könnt. In meinem Fall hat sich Ballerina geopfert. Sehr nett von dir, dankeschön. Oder ihr sucht euch irgendeinen random Spieler aus irgendeiner offenen öffentlichen Lobby, der Kopfgeld hat und den müsst ihr halt dann erschießen. Dann habt ihr auch schon dieses Tagesziel abgeschlossen. Und beim nächsten Ziel müsst ihr einfach nur in einen Laden reingehen, den überfallen und dann habt ihr auch schon dieses Tagesziel abgeschlossen. Also einfacher geht's schon gar nicht mehr. Und das letzte Tagesziel ist ein Capture. Darauf müsst ihr halt nur wieder achten, dass ihr das richtige Capture spielt. Und wenn ihr das abgeschlossen habt, habt ihr auch den heutigen Tag auch überstanden. Und wie ihr seht, bekommt ihr auch am siebten Tag schon die allererste große Auszahlung mit 100.000 Dollar und 15.000 RP. Also das ist wirklich extrem geil, wie ich finde. Am achten Tag hatte ich das Ziel, eine Mission von der Flugschule zu spielen. Die befindet sich unten am Flughafen. Dort empfehle ich, das erste zu spielen. Das dauert ungefähr ja, 55 Sekunden, habt ihr es geschafft. Super einfach. Und ich hatte noch das Ziel, freier Fall 100 Meter und überlebe es. Und das habe ich ja bereits schon gezeigt in dem Video. Und auf dem Weg zur Flugschule habe ich das kurz erledigt. Und das dritte Tagesziel war Capture-Überfall. Da ist halt nur darauf zu achten, dass ihr das Richtige spielt. Auch da habe ich einen Job kreiert, den ihr gerne nutzen könnt. Mit vielen Clowns. Da könnt ihr noch ein bisschen RP farmen, indem ihr die ganzen Clowns abschießt, bis es keine RPs mehr gibt. Und dann die ganzen Koffer einsammeln und abgeben. Das war es eigentlich schon dann mit dem Ziel. Auch super einfach, nur das Blöde ist halt, dass ihr halt einen Mitspieler braucht dafür. Am neunten Tag schon angekommen. Gucken wir mal, was für Tagesziele ich hatte. Und zwar einmal Rallye. Da könnt ihr einen Job nehmen, den ich schon erstellt habe und gezeigt habe. Ein Luftrennen unter der Brücke habe ich schon bereits gezeigt und dann drei Fahndungssterne loswerden. Das ist wichtig, dass es nicht zwei Fahndungssterne sind und auch nicht vier. Also es müssen wirklich exakt drei Fahndungssterne sein, die ihr losbekommt und dann habt ihr diesen Job auch schon erledigt. Und dort empfiehlt sich einfach erstmal ein bisschen Chaos zu machen, bis ihr zwei Sterne habt und dann kommt der erste Cop und den müsst ihr schießen. Dann habt ihr nämlich automatisch drei Sterne, wenn ihr nur einen Cop erschießt und dann einfach nur abhauen und sonst nichts mehr machen. Und bevor ihr das Ganze dann startet mit den drei Sternen, schaut, dass ihr irgendwie eine passende Location habt, wo ihr relativ schnell abhauen könnt, ohne euch da lang aufhalten zu müssen. Und zum letzten Punkt des Tages müsst ihr einfach nur ein Rallye-Rennen starten, scheißegal welches. Ich empfehle euch das, was ich unten in der Videobeschreibung drin habe. Das geht am schnellsten. Einfach nur warten, bis der zweite Mitspieler beigetreten ist und dann einfach nur durchs Ziel fahren. Und dann habt ihr auch schon dieses Tagesziel des heutigen Tages abgeschlossen. So, am 10. Tag angekommen, zeige ich euch gerade mal, was es hier gibt. Capture Verteidigung, Militärstützpunktfahrzeug und 10 Sekunden einen Wheelie machen. Militärstützpunkt habe ich schon gezeigt, deswegen lasse ich das aus. Capture Verteidigung lasse ich auch aus, weil alle meine Captures, die ich erstellt habe, sind vom Prinzip her gleich. Die Clowns abschießen, Koffer liegen alle nebeneinander und da gibt es eigentlich großartig, wenn man in dem Job drin ist, keine Fragen. Deswegen zeige ich euch gleich den Wheelie
Wie ein Wheelie funktioniert, muss ich euch glaube nicht mehr erzählen. Da sucht ihr euch einfach nur einen ruhigen Ort in Los Santos, wo ihr keinen Verkehr und keine anderen Spieler habt, die euch stören. Einfach nur 10 Sekunden auf einem Rad fahren und schon habt ihr das auch abgeschlossen. So, und es waren die drei Tagesziele am heutigen Tag. So, der 11. Tag geht ruckzuck, weil alle drei Tagesziele, die ich hier hatte, die zeige ich euch gerade mal, die habe ich bereits euch schon gezeigt. Deswegen halten wir uns da nicht länger auf und gehen direkt zum 12. Tag über. Am 12. Tag hatte ich folgende Tagesziele, und zwar LTS, sammle Munitionslieferungen ein und werde 2 Fahndungssterne los. Munitionslieferungen habe ich euch bereits ja schon gezeigt, und mit den 2 Fahndungssterne habe ich euch mit den 3 ja gezeigt. Guckt einfach nur, dass ihr 2 bekommt, einer reicht nicht und 3 sind wieder einer zu viel. Und vom Prinzip her ist es eigentlich genau gleich. Dann gehen wir direkt zum Last Team Standing über. Und auch beim Last Team Standing habe ich einen Job erstellt. Das ist das schnellste LTS ever. In ganz GTA, weil das dauert genau nur eine Sekunde. Und dann habt ihr auch dieses Tagesziel erreicht. Und wie ihr seht, zack, alle 3 abgeschlossen. Wieder richtig Geld. Am 13. Tag hatte ich das Ziel, modifiziere ein Fahrzeug. Das habe ich bereits schon gezeigt. Und in diesem Fall auch schon gemacht. Das habe ich schon hinter mir. Und als zweites Ziel hatte ich, nimm an einem Fahrzeug-Deathmatch teil. Da spielt es wieder überhaupt gar keine Rolle, ob ihr das gewinnt oder verliert. Nur teilnehmen ist halt wichtig. Und das findet ihr ganz normal unter Jobs Deathmatch. Und das erkennt ihr daran, dass ein kleines Auto rechts unten am blauen Symbol angezeigt wird. Dann erkennt ihr, dass es ein Fahrzeug-Deathmatch ist. Wenn ihr das gespielt habt, habt ihr auch schon wieder das Ziel erledigt. Ich zeige euch gerade noch kurz die 3 Ziele, die ich hatte. 2 davon habe ich ja bereits schon erwähnt und abgeschlossen. Und jetzt kommt das 3. Ziel mit dem Flugrennen und einer Brücke. Einfach ganz normal Job starten, habe ich ja bereits ja schon erwähnt. Und wenn ihr sobald ihr das Ziel dann abgeschlossen habt, wird es im Job dann bei euch auch angezeigt. Dann könnt ihr theoretisch den Job auch gleich wieder verlassen. So, wie ihr wisst, ist der 14. Tag ja wieder Zahltag. Da habe ich den Capture-Kampf, den ich bereits schon erledigt habe, dann einen Laden überfallen und sperre Cops und richtig Chaos an. Und ich zeige euch gleich mal, was passiert, wenn ich den Laden überfallen habe, weil ich fange jetzt erstmal an, die Cops zu schmieren. Wie man die Cops schmiert und Chaos anrichtet, habe ich ja bereits schon gezeigt. Den Laden zwar auch, aber da gibt es jetzt die geile Auszahlung, die ihr auch gleich rechts oben sehen könnt. 100.000 Dollar und 15.000 RP. Und dann habt ihr das Tagesziel auch abgeschlossen am heutigen Tag und jetzt habt ihr quasi auch schon Halbzeit erreicht. So, am 15. Tag angekommen, zeige ich euch mal kurz die Tagesziele. Die haben wir alle schon gemacht und ich habe sie schon alle gezeigt. Und deswegen kommen wir gleich zur Auszahlung und halten uns jetzt hier nicht länger auf und gehen direkt zum 16. Tag über. Auch am 16. Tag hier angekommen, gibt es großartig nichts Neues, was ich bereits nicht schon gezeigt habe. Deswegen kommen wir auch gleich wieder zur Auszahlung und können eigentlich gleich wieder mit dem 17. Tag weitermachen. Und auch der 17. Tag scheint so interessant zu sein wie der 16. oder 15. Tag. Da habe ich nämlich auch schon bereits alles gezeigt und wie ihr auch schon seht, die ganzen Sachen wiederholen sich und eigentlich ist es gar nicht so schwer, sich da so ein bisschen durchzuwuseln. Die ersten sind vielleicht ein bisschen, ja, ich weiß jetzt nicht genau, was ich machen muss, aber eigentlich wiederholt sich alles und ja, gibt nichts viel Neues mehr, ne? Dann kommen wir gleich zur Auszahlung und gehen gleich weiter zum 18. Tag. Und am 18. Tag angekommen, wie soll es noch anders sein? Alles nur Wiederholung, alles schon bekannt, alles schon gezeigt. Das Einzige, worauf zu achten ist beim Team Deathmatch, dass ihr nicht auf Deathmatch stellt, sondern auf Team. Darum, dabei spielt es auch wieder gar keine Rolle, ob ihr gewinnt oder verliert, sondern ihr müsst einfach nur teilnehmen. Ich habe alle 3 Tagesziele innerhalb von 6 Minuten geschafft und da soll mir noch einer sagen, dass sich das nicht lohnt. Und bei den Tagesziele seht ihr mal wieder, wie gut sich die Tagesziele miteinander kombinieren lassen. Also ihr müsst ja einmal einen Laden überfallen, bekommt Sterne und einmal müsst ihr die Cops schmieren, um Chaos anzurichten. Dann ruft ihr doch am besten gleich mal Lester an, um die Cops zu schmieren, könnt ihr Laden in aller Ruhe überfallen, geht dann raus auf die Straße, macht Chaos und habt ihr gleich 2 Tagesziele hintereinander geschafft. Jetzt nur noch das Team Deathmatch beenden und ihr habt euer Geld. Und auch am 19. Tag sind alles nur Wiederholungen, wo ihr innerhalb 5 Minuten 25.000 Dollar bekommt und 3.000 RP. Und wie soll es denn auch anders sein? Der 20. Tag ist auch nicht viel interessanter. 2 Sachen habe ich schon abgeschlossen, die ich auch bereits gezeigt habe. Und jetzt kommen wir einmal zu einem neuen Punkt. Spring gewagt mit einem Fallschirm ab. Wenn ihr auf den Punkt geht, seht ihr, ab wie viel Meter Höhe ihr über dem Boden den Fallschirm ziehen müsst. Das ist manchmal, ich glaube, 40 Meter, 60 Meter und glaube 120 Meter gibt es auch noch. Ja, ich denke mal, auch das kriegt ihr hin. Einfach mit dem Fallschirm runterspringen. Funktioniert auch im Fallschirmsprung im Job. Und einfach kurz vom Boden den Fallschirm ziehen, ist meistens, also auf beim ersten Mal machbar. Und schon habt ihr euer Tagesziel wieder erreicht, innerhalb kürzester Zeit wieder das ganze Geld bekommen, ne? Ist doch geil. So, am 21. Tag angekommen und wie ihr wisst, ist es der 7. Tag von der Woche. Das heißt, heute ist wieder Payday, heute gibt es wieder 100.000 GTA-Dollar und 15.000 RP. 2 von den Tageszielen habe ich bereits schon gezeigt und auch schon abgeschlossen. Und jetzt muss man nur noch mit dem Fahrgeschäft fahren. Da spielt es auch keine Rolle, ob es jetzt die Achterbahn ist oder das Riesenrad. 1 von den 2 muss man fahren. Und dann hat man auch schon das letzte Tagesziel abgeschlossen und bekommt die fette Auszahlung von 100.000 Dollar und 15.000 RP.
So, am 22. Tag endlich angekommen, zeige ich euch gerade mal die Tagesziele, weil da ist jetzt endlich mal wieder was Interessantes dabei, wo ich was erzählen kann, weil die anderen zwei sind ja schon bereits bekannt. Und zwar gehen wir mal unter die Tagesziele und dort steht dann dran, erledige einen aufgedeckten Spieler. So, manche wissen gar nicht, was das heißt oder was man dazu machen muss und wir haben jetzt auch im Fahrzeug-Deathmatch haben wir es getestet, funktioniert es nicht, im freien Modus funktioniert es auch nicht, also müsst ihr in ein Deathmatch reingehen. Dort muss der andere Spieler, also euer Mitspieler, sich vom Radar nehmen, also Radar verschwinden, wenn man Lester anruft. Und dann müsst ihr Lester anrufen und Spieler aufdecken machen. Und dann müsst ihr ihn umbringen. Und dann habt ihr das Tagesziel erreicht. Ist ein bisschen blöd, weil da müsst ihr definitiv zu zweit sein, weil ihr das beide halt machen müsst. Hier in einem Fahrzeug-Deathmatch, wie ihr im Hintergrund seht, funktioniert das nicht mit Spieler aufdecken. Aber in einem normalen Deathmatch funktioniert das und dann müsst ihr das machen und dann habt ihr auch dieses Ziel abgeschlossen. Und wenn ihr es dann habt, dann gibt es wieder die ganz normale, gewöhnliche Auszahlung. So, am 23. Tag angekommen, wenn man mal unter die Tagesziele schaut, kam jetzt auch nichts Neues dazu, was ich nicht erzählt habe, außer vielleicht den Fallschirmsprung, wie man daran teilnimmt, das ist, glaube ich, jedem bewusst. Und mit den Fahndungssternen müsst ihr diesmal 4 loswerden, also nicht 2 und auch nicht 3 und auch nicht 5, sondern wirklich 4. Da am besten halt ein bisschen Chaos anrichten, die Cops erschießen. Und solange die Cops erschießen, bis ihr 4 Sterne habt, euch irgendwo in Sicherheit begeben und einfach nur warten, bis die Sterne weg sind. Und dann habt ihr auch dieses Tagesziel erstmal wieder erreicht und bekommt wieder die 25.000 Dollar. So, am 24. Tag angekommen, mache ich gleich den 25. Tag noch mit. Wie ihr seht, die Tagesziele sind alle schon erwähnt worden, sind alles die gleichen, es kam nichts Neues dazu. Auch super einfach und alles sehr, sehr schnell zu erledigen. Und dann machen wir gleich weiter mit dem 26. Tag. Vielleicht kommt da ja was Neues. Am 26. Tag kommen wir nun langsam dem Ende zu. Erledige 5 Spieler haben wir bereits schon gemacht, habe ich auch bereits schon erwähnt. Fahrgeschäft habe ich auch vorhin schon erwähnt. Und jetzt noch an dem Luftrennen, da habe ich auch ein Match erstellt, also einen Job erstellt. Der Link ist unten in der Videobeschreibung. Geht super schnell. Ich glaube, das schnellste Luftrennen, wo überhaupt möglich ist, zwar mit Chats und 1 Kilometer. Und dann habt ihr das Tagesziel auch schon abgeschlossen. Und dann halten wir uns jetzt auch nicht länger hier am 26. Tag auf und gehen direkt zum 27. Tag rüber. So, jetzt sind wir am 27. Tag angekommen, ein Tag vor der fetten Auszahlung und auch dieser Tag war erschreckend einfach. Nur ein Punkt kam neu dazu und das war die Kontaktmission. Jeder weiß, wie man wahrscheinlich eine Kontaktmission startet. Und das sind die Missionen von Geralt, Lester, Martin und wie sie alle heißen, die ihr über das Handy bekommt. Einfach eine starten, zu Ende spielen, fertig, abgeschlossen. Und jetzt kommen wir zum 28. Tag. Jetzt sind wir an unserem Ziel angekommen, der 28. Tag steht an, das Video geht auch langsam im Ende zu, wenn ihr jetzt noch die Tagesziele vom 28. Tag abgeschlossen habt, bekommt ihr die fette Auszahlung von 500.000 Dollar und bekommt 50.000 RP. Somit habt ihr dann in den letzten 28 Tagen 1,4 Millionen Dollar gemacht und 167.000 RP. Also ich finde, das ist wirklich sehr einfaches Geld, sehr viel RP für sehr wenig Arbeit. Das Blöde ist halt nur, dass ihr wirklich 28 Tage am Stück online gehen müsst und 28 mal die Tagesziele abschließen müsst. Das ist so ein bisschen Geficke. Früher war das ein bisschen schwieriger, weil da so verpackte Missionen dabei waren. Das hat Rockstar alles rausgenommen. Inzwischen ist es super einfach und geht eigentlich relativ schnell. So, wir sind jetzt am Ende des Videos angekommen. Falls ihr das auch machen wollt und irgendwelche Fragen zu irgendwelchen Tageszielen habt, wo ihr nicht weiterkommt, schreibt es einfach in die Kommentare. Ich habe wirklich schon mehrmals alle Tagesziele durch. Kann wirklich zu jedem Tagesziel euch genau sagen, was ihr machen müsst. Schreibt es unten in die Kommentare, ich helfe so gut wie es geht. Und ich verabschiede mich jetzt einfach mal. Das Video ist jetzt absolut in Überlänge. Ich hatte es nicht vor, dass es so lang geht, aber 28 Tage zu erklären, dauert halt ein bisschen. Ich hoffe, es hat euch gefallen, ihr habt bisher zugeschaut. Wenn es so ist, könnt ihr Hashtag 500.000 reinschreiben, damit ich weiß, dass ihr es bis zum Schluss angeschaut habt. Ich denke mal, die meisten von euch werden es nicht gemacht haben. Ist auch nicht schlimm, ist ein langes Video. Manche ja, haben einfach nicht so viel Zeit, sich so viel Mist von mir anzuschauen. Also Jungs, ich bin an der Stelle raus. Ich hoffe, ich konnte euch in irgendeiner Form helfen und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Also Jungs, haut rein, macht's gut, ciao.